Einen wunderschönen guten Morgen an die Zuschauer von Lake United und Gleiten TV. Wir sind heute mal verbunden mit Österreich. Wir sind, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo sitzt ihr? Wo ist euer Office? Am Neusiedlersee, also einer näheren Umgebung vom Neusiedlersee, genauer gesagt im Pahndorf. Okay. Genau. Also da, wo wir eigentlich herkommen, wo der Ursprung von Lake United irgendwo ist. Ja. Beim letzten Mal wurde ich total gerügt halt in der Öffentlichkeit halt, warum ich zur Einleitung einen 2,5 oder 3 Minuten Monolog halte. Wir haben uns schon Zwischenfragen Um überlegt. das Ganze. Das wieder werden wir jetzt heute mal nicht wiederholen. Wir machen es jetzt, ich probiere es mal, mich zusammenzunehmen und mal nicht so viel zu schwätzen. Dementsprechend ist natürlich gleich die erste Frage. Wer seid ihr und was ist Lake United? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Magst du anfangen? Eine gute Einstiegsfrage. Wer ist Lake United? Wir sind unterm Strich einmal ein Reiseunternehmen. Wir machen viele Reisen. Die Sache ist, Kiten, glaube ich, begleitet uns seit Kinderschuhen an. Wir sind immer schon Kiten, sind immer schon mit dem Longboard, mit Skateboard herumgefahren, einfach nur mit Kites am Land und sowas. Und dann waren wir lang in dieser Kite-Lehrer-Branche drinnen und irgendwann haben wir dann gesagt, so, jetzt machen wir das Ganze selber. Und so ist dann Lake United entstanden. Das heißt, wir machen Coachings, wir machen Reisen, wir machen Kurse, so ganzheitlich. Ja. Eigentlich Snowkiten auch. das, worauf wir Lust haben, oder? Voll. Festivals, Interviews mit der Szene, irgendwie alles, was dazugehört, um ein bisschen auch hinter die Fassade zu schauen in der Branche und aber auch so zum Beispiel Gästen von uns einfach eine sehr coole Zeit zu bieten, sei es mit professionellen Input, aber auch halt einfach ur viel Abenteuer und Erleben. Das ist uns irgendwie wichtig. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt aufmerksam geworden sind auf euch. Einfach natürlich aufgrund der wirklich sehr interessanten Interviews, die ihr auch gemacht habt. Unabhängig von den ganzen anderen Aktivitäten, die bei euch auf der Agenda stehen. Zu denen kommen wir aber dementsprechend noch. Und um euch da nochmal ein klein bisschen den Zuschauern noch ein bisschen mehr von eurer Persönlichkeit vielleicht mitzugeben, hab ich am Anfang einfach mal ein paar kleine Fragen. Eine Auswahlfragen. Also es gibt immer zwei Antworten. Ihr könnt euch für eine der beiden Antworten entscheiden oder auch beide auswählen. Und damit die Leute euch da ein bisschen besser kennenlernen, gehen wir das mal Ganze im Schnelldurchlauf durch und ihr müsst dann immer hintereinander halt unabhängig voneinander antworten. Das Erste ist Wasser oder Schnee? Ich hab's gewusst. Klassisch. Der Schnell. Klassik, der Was Klassiker. schnell? Ah, Wasser und Schnee, es geht nicht anders. Beides die Abwechslung. Berge oder Meer? Schließt sich ein bisschen dran an. Aber, naja, ihr seid, ich finde es schon nochmal ein Unterschied. Ja. Mehr. Boah. Du Berge. kommst gerade aus Norwegen, ihr kommt Cool. gerade vom Snowkiten gestern gelandet. Naja. Bier oder weißer Spritzer? Bier. Weißer Spritzer. Ist immer interessant. Fäustling oder Fingerhandschuh? Beides. Wir haben eine Kombination aus Innenhandschuhe, die sind Finger drauf und Fäustlinge drüber. Das heißt, wenn wir Finger brauchen, schütteln wir das runter. Und das ist die perfekte Lösung, die wir gefunden haben. Ja. Ja, habe ich gesehen auf der Seite. Auch interessant. Hafermilch oder Kuhmilch? Hafermilch. Hafer. Stimmt doch gar nicht. Nee, ich trinke generell keine Milch, aber Ja, wenn, dann eher eh. Hafer, weil die Kathi, meine Freundin, immer Hafer Okay, trinkt. Ja. man kann auch sagen, beides nicht. Wurst oder Käse? Käse. Oh, Käse. Tube-Kite oder Matte? Kommt drauf an. Mittlerweile Tube-Kite bei mir wieder. Ich habe lang Mattenliebe gehabt dazwischen, aber bin wieder zum Tube-Kite zurück. Wasser, Tube-Kite, Schnee, Matte. Gute Antwort. Sushi oder Kartoffelsalat? Mit oder ohne Zwiebel, der Kartoffelsalat? Na dann Sushi. Sushi. Sehr schön. Ledig oder vergeben? Vergeben. Vergeben. Wenn nur nicken Also, reicht hier nicht. Ja. liebe Mädels, halt nicht, dass ihr dann wie sonst auch immer bei den Interviewpartnern hier andauernd irgendwelche persönlichen Nachrichten schreibt und da eure Kontaktdaten haben wollt. Das Ganze ist jetzt hier geklärt, halt. Sehr unabhängig von den Interviews passiert uns das, das sind Die wir Jungs geblieben. sind unter Dach und Fach. So, da ist nichts mehr zu löten. Sehr Zu schön. löten. Wer ist von euch beiden der Chef? Keiner.
Nächste Frage, schnell. Ja. Wer ist der Kreativere? Eindeutig. Das darf ich nicht ich sagen, sonst bin ich überheblich. Ja. Aber Oliver? Ja. Okay. Ich kann dafür besser zeichnen. Wer ist der bessere Sportler? Ich möchte nicht überheblich werden. Ich glaube, ich kann weiterlaufen. Also, ja. Ich sehe schon. Hier herrscht die Diplomatie. Aber ich muss irgendwas finden, wo es dann ich bin, weil sonst stehe ich extrem. Nein, das ist jetzt, die Fragen sind jetzt zu Ende. Also das reicht jetzt, also das psychologische Profil ist erstellt halt. Also was ich gut kann. Nein, der Patrick kann sehr gut. Ich weiß bis heute, muss ich immer googeln, was brutto und netto ist. Also da muss ich mir mal die Blöße geben. Ja, das ist aber auch nicht schlimm. Ich brauch dafür auch immer so einen kleine Denkhilfe mit dem R, weißt du? Brutto ist? Das ist wo das R mit drin ist. Nicht, dann können wir alles gleich gut. Solche Geheimnisse darfst du nicht verraten. ihr beide seid die Köpfe von Lake United, aber ihr habt ein Team von 20 Personen. Davon sind auf der Seite wirklich genau 10, ihr seid genau 10 Jungs und 10 Mädels. Gibt es da eine Quote in Österreich, die zu erfüllen ist? Das ist eine gute Frage. Ich bin aber sogar ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich gefühlt haben wir eine höhere, deutlich höhere Frauenquote im Team als Männerquote. Ist das Zufall? Das ist Zufall, ja. Wir machen da jetzt so keinen Unterschied. Ihr seid einfach moderne Jungs. Wir denken da nicht drüber nach, ob jetzt Mädchen... Die Person muss irgendwo ins Team passen und da ist ganz egal, wie sich die Person also mittlerweile identifiziert oder so, kann man sagen. Ja. Das ist für mich das Gleiche. Wenn man nicht drüber nachdenkt, dann ist es modern, finde ich. Wie seid ihr beide zum Kitesurfen gekommen? Bei Olli habe ich kennengelernt 2011, da war noch Best Team Rider. Und da waren wir mal zusammen in Montenegro und haben damit. War das für Kite weltweit oder war das für Best? Das war für Best damals. Das war für Best, oder? Das war so eine Reisegeschichte halt und da war er als Teamfahrer dabei. Ich glaube, da hast du es auch schon mal erzählt, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Und für die Zuschauer wäre es auch nochmal spannend. Wann habt ihr angefangen? Wie seid ihr dazu gekommen? Fang du an. Ich fange mal bei mir an, weil das ganz in der Kindheit anfängt. Bei mir, ich weiß, das war wirklich in der Volksschule, sind wir gestanden auf der Wiese und wir haben so kleine Dreieckdrachen gehabt und die haben halt hintereinander gespannt, dass die ziehen, dann so 5, 6 und dann sind uns halt immer alle Leinen gerissen und so, da haben wir uns hinten am Baum festbunden und so haben wir angefangen. Und irgendwann dann, mein Papa war auch schon immer so in dieser Einliner-Geschichte drinnen und dann habe ich gesagt im Winter, ich und mein Bruder, er muss uns eine Matte bauen, damals hat es noch Flexifoil-Pläne gegeben. Ja. Und der hat dann über den Winter selber konstruiert und den ganzen Winter genäht und das ist damals besser geflogen als alle Matten, die irgendwie am Markt waren, die mir je geflogen sind. Und so sind wir halt ganze Zeit auf der Wiese damit herumgeflogen. Und irgendwann dann mit 15 bin ich an den See und da dann halt gleich im ersten Sommer dann auch als Kite-Lehrer losgelegt, weil es da noch gar keine Kite-Lehrer in dem Sinn gegeben hat. Und seitdem, das war jetzt vor über 20 Jahren, seitdem Kite-Lehrer. Die Sache, die schöne Überleitung ist, glaube ich, der Patrick ist dann auch Kite-Lehrer geworden. Bei mir hat so, ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt und mein Mitbewohner hat Kiten ausprobiert, viel Landkiten und hat immer darüber erzählt und das hat mich wahnsinnig genervt, weil wie es so am Anfang ist oder du kitest und du möchtest jedes Video herzeigen, du möchtest alles erzählen und so war das beim Mitbewohner auch und ich war dann immer mit Landkiten, habe dadurch den Kite beherrscht und irgendwann wollte der nach Brasilien fliegen während der Saison. Und der damalige Chef hat gemeint, ja, wenn du nach Brasilien möchtest, während der Saison, dann brauche ich Ersatz. Und so bin dann ich eingesprungen und habe angefangen zu unterrichten, ohne viel Wassererfahrung. Aber mit Leuten habe ich immer schon ganz gut können. Und den Schirm habe ich auch perfekt unter Kontrolle gehabt. Und so bin ich dann in das Business reingekommen. Genau. Und habe es dann relativ schnell geschafft, sein Chef zu sein. Genau. Um ihn dann in weiterer Folge, also wir sind andere Folge. Oh, nein, das ist der Aufhänger. Und er hat mich dann rausgeworfen. Genau, also. Dann habe ich ihn gekündigt. Also du warst der Stationsleiter und Oliver war aufmüpfig. Nicht aufmüpfig, würde ich sagen. Er hatte eine schwere Zeit hinter sich. Er hatte eine schwere Zeit hinter sich.
Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich sag mal, das soll jetzt nicht der Gegenstand dieser Unterhaltung sein. Das können wir nochmal, das müssen wir später nochmal ausarbeiten. Das klingt interessant, auf jeden Fall. Pudersdorf ist eure Homebase. Kann man das so sagen? Ja, schon. Wir haben da, also mittlerweile verbringen wir gar nicht mehr viel Zeit in Pudersdorf, aber es ist immer wieder schön, wenn man dann da ist und einfach diesen Homespot nutzt, weil er so wunderschön vielseitig ist. Aber da hat alles begonnen, so kann man sagen. Und jetzt machen wir immer geblockte Camps, ein paar Tage, 4 Camps oder so in Pudersdorf direkt, wo man halt die ganze Region erlebt, sei es Landkeiten, am Wasserkeiten, zum Weinbauern geht, Wein trinken, sowas. Aber es ist Homespot. Also so, dass ihr bindet im Prinzip halt Kitesurfen richtig in den Lifestyle ein. Ja, genau, definitiv. Das ist halt schon auch wirklich was Besonderes, sage ich jetzt mal so. Also klar, Community, denke ich, gibt es natürlich, bildet sich halt oder entwickelt sich halt dementsprechend, aber so als konkretes Angebot, ich habe das auch gesehen auf der Seite, habe ich das vorher in der Form auch noch nicht so gesehen. Ja, ich finde, es ist ganz cool. Ich finde, es passiert immer urviel auf diesen Camps. Es sind da ganz viel, wenn man so von ein bisschen rauszoomt und einmal die Teilnehmer so betrachtet, es sind ganz viele Selbstständige, die urviel arbeiten, aus einem Feld, aus einer Bubble kommen, wo man nur arbeitet. Und plötzlich merkt man da so in Camps, so wie die runterkommen und die merken so, boah, es könnte auch ganz anders gehen. Es kann lockerer auch sein. Und da passiert urviel, kriegen oft Teilnehmer, kommen immer wieder irgendwie und dann kriegt man so die Geschichten mit. Manche kündigen ihren Job, manche verlassen ihren Partner, wo sie sagen, die Beziehung war unglücklich und da bin ich jetzt bei den Camps draufgekommen. Es sind, das es haben aber sich, nichts mit den Personen vor Ort zu tun. Aber es haben auch schon Leute, die haben sich dort kennengelernt, im Zug zum Kitecamp sind die draufgekommen und haben ein Jahr später geheiratet und ein Haus zusammengebaut. Also das sind schon urschöne Geschichten und das tut halt urgut irgendwie. Es ist so raus aus dieser Bubble und ein bisschen Abenteuer und halt die Zeit voll sinnvoll nutzen, oder die man hat und dann voll wertschätzend das Ganze irgendwie. Und das bietet halt auch kein anderer Sport, oder passiert sowas beim Tennis oder kennt man solche Geschichten vom Fußballspielen oder so? Das ist halt irgendwie. Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht so konzentriert auf diesen Sport. Ich denke auch, dass der Sport halt einfach oder das Kitesurfen halt wirklich viel mit den Leuten macht. Also ich kenne jetzt keinen, der jetzt gesagt hat, hey, ich habe angefangen mit Fußball, das ist richtig geil, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und ich gehe nur noch Fußball spielen. Also klar, gibt es halt ein paar Leute, die treten aber dann im Fernsehen auf und kriegen ziemlich viel Geld dafür. Also die sind halt besonders talentiert. Ist das der Unterschied halt vielleicht, oder in eurem Angebot gibt es Kurse und Camps? Ist das eigentlich der Unterschied oder das, was ihr lieber macht, vielleicht die Camps? Weil man wir waren beide Jahre lang im Tagesgeschäft irgendwie tätig und das ist so, es ist auch cool, aber du sagst in der Früh Hallo und am Abend sagst du Tschüss, oder? Und wenn du so ein Camp machst, dann hast du einen sehr langen Zeitraum und du kannst halt voll ins Detail gehen und lernst die Leute halt richtig kennen. Also schon eine sehr persönliche Beziehung, das ist auch irgendwie so, wie wir das Ganze aufbauen. Eher kleiner, plus halt eine wahnsinnig persönliche Beziehung zu den Leuten. Und deswegen ist Camp-Charakter irgendwie schon sehr cool, ne? Mit diesen Gruppen. Ich war jetzt gerade wieder in Norwegen, 10 Tage. Es war eine wahnsinnig liebe, wertschätzende, coole Gruppe, wo sich Ufi getan hat. Und daneben noch Snowkiten auf diesem Plateau. Das ist abartig. Und das zu kombinieren in so einem Camp ist halt schon, macht schon Spaß. Ja, zu eurem Programm. Ihr macht halt wirklich, ihr macht halt sehr viele Reisen. Und daher kommt natürlich auch so ist es auch eingetragen im Impressum. Also das geht ja um, ihr seid im Prinzip Reiseveranstalter oder ja. Tourismus oder wie heißt es in Österreich? Tourismusveranstalter dementsprechend. Bei uns ist halt, wir machen es halt, alles ist hauseigen oder wir machen das Marketing selbst, wir machen die Buchung selbst. Das heißt, wir haben eigentlich niemanden, der uns die Leute einbucht, was auch so ein bisschen ein Unterschied ist, weil du von Anfang an mit den Leuten irgendwie zu tun hast. Der kreative Kopf ist fürs Marketing zuständig und das ist dann schon cool, wenn es die so kommst ins Unternehmen und dann werden die immer wieder überrascht durch Kleinigkeiten, die wir ihnen halt bieten, dann zur Reise und dann während der Reise wird schon wieder überlegt, wo fahre ich als nächstes hin? Oder wenn du sagst, Reise und Camps, wir fangen meistens an mit den Leuten, die Klassiker mit so Ägypten, Sizilien, wo die Spots halt irgendwie dazu passen und dann kannst du die aber mitnehmen,
bis auf exotische Geschichten, Kenia oder 4x4 Offroad Camp, wo es dann halt so ein bisschen in ein anderes Reiseerlebnis dann geht. Ja, die Kombination, die ihr fahrt, ihr seid halt durch die Interviews und Videos, ihr macht extrem viele Tutorials, auch kleinste, triviale Sachen, wo ich dann auch sage halt, okay, das würde ich auch bei Gleiten TV machen, aber habe ich teilweise gar keine Zeit, sozusagen, das zu machen. Ist aber super interessant und definitiv halt natürlich sehr nah an dem Endverbraucher. Gehört das zum Gesamtkonstrukt dazu oder einfach, weil ihr Bock habt? Oder ist es ein Teil eures Gesamtmarketings? Ach ja, Marketing, das ist so eine Geschichte. Wir haben oft weniger Plan, als man glaubt. Wir fangen immer an, wir machen einfach, was uns kommt eine Idee und wir legen einfach mal los. Und dann nachher ergibt sich das irgendwie, dass das voll Sinn gemacht hat, dass das gut war. Aber wir sagen jetzt nicht, wir müssen 7 Tutorials produzieren, um den Anfängerkunden besser zu erreichen und sowas. Sondern wir machen, was uns Spaß macht und irgendwie richtet sich das dann, dass genau richtig ist, dass es Sinn ergibt. Ja. Also macht es aus dem Bauch heraus. Genau, ja. Voll. Es ist vieles, zum Beispiel diese Interviews mit unangenehmen und angenehmen Fragen an Person XY, mhm, hat ja begonnen in der Corona-Zeit, oder? Jetzt haben wir dann nicht, das war extrem gemütlich, man konnte zu Hause sitzen, endlich mal keinen Stress, du musst nicht irgendwo hin. Und wir haben uns halt überlegt, na, was machen wir? Und da kam eben diese Idee, ein neues Format, unangenehme, angenehme Fragen an irgendwem. Und so entsteht das dann und dann führt man das fort. Und weil es uns halt auch selber interessiert, oder? Wenn du sagst, jetzt wie mit einem Ralf zum Beispiel, das ist höchst interessant, solche Dinge mal nicht nur aus dieser Marketing-Sicht irgendwie Einsicht bekommen, sondern halt vom Entwickler. Ja. Ja, ich finde es immer sehr gut, halt das Marketing aufzubrechen, halt gerade bei den Firmen, weil es halt einfach mittlerweile zu wischiwaschi ist und jede Firma, egal welche es ist, halt bewegt sich halt in einer komplett festen Blase und jeder erzählt, also ich sag mal, du kannst halt Werbetexte mittlerweile fast 1:1 austauschen und es würde gar keinem auffallen. Also und dann ist es halt einfach, denke ich auch, halt für alle viel interessanter, wenn man so eine Interviews von euch hört, wo es halt wirklich einfach um mehr Details geht und wo ist halt eigentlich der Unterschied dementsprechend bei solchen Geschichten. Die, wenn ihr jetzt halt den Social-Media-Bereich betrachtet, von YouTube, Insta und so weiter und so fort, oder Podcast, die ihr auch macht halt, was ist für euch am wichtigsten oder was gefällt euch am besten? Am besten. Oder was bringt euch am meisten? Alles gleichzeitig. Ich glaube, es ist das Gesamtpaket, das Image, was man sich irgendwie dadurch schafft. Ja. Es ist schon, ich glaube, wir sind die Kite-Firma mit den meisten Views auf TikTok, soweit ich das mitbekommen habe jetzt gerade. Ist aber was komplett anderes. Instagram funktioniert viel auf mit den Leuten Kontakt halten. Es ist wirklich so, Leute, die nicht mit uns mit sind, bekommen durch unsere Stories mit, was wir gerade machen und haben das Gefühl, dabei zu sein. YouTube ist dann eher wieder dieses professionelle Input geben, wo sehr viel Neukunden dann kommen, die uns kennen, was einfach so sympathisch und auf den Punkt gebracht, oder wir sind nicht bekannt dafür zu labern, auch wenn es jetzt gerade irgendwie anders wirkt. Und dann ist noch, was ist noch? Facebook. Das machen wir ja deshalb zum Genau, es ist, glaube ich, das Gesamtpaket. Mal geht's, funktioniert Insta-Story gut, weil man Bock hat, das zu machen. Wenn man keinen Bock hat, dann geht es eh gerade nicht, ist irgendwie so. Ja. Ihr macht doch sehr spezielle Sachen wie Gehörlosenunterricht. Alles gut. Das ist, finde ich extrem spannend. Da habt ihr aber, wie ich gesehen habe, da habt ihr noch einen Kollegen, einen Spezialisten, der sich damit Gebärdensprache und so weiter und so fort auskennt. Habt ihr das alles mit ihm zusammen alles selber entwickelt? Ist fast, muss man weiter ausholen. Ich glaube, wir wollten ganz am Anfang mal ein Kitecamp machen, irgendwas Spezielles. Wir haben gedacht, wir wollten irgendwas Spezielles machen, haben überlegt für Rollstuhlfahrer. Dann sind wir drauf gekommen, boah, logistisch ist das ja unglaublich schwierig. Leute vom Flughafen am Strand davor, das ist ein Wahnsinn. Und dann ist irgendwie der Florian aufgetaucht. Den habe ich schon mal als Kite-Lehrer habe ich den ausgebildet, der hat damals mit Dolmetscherin Kite-Lehrer-Ausbildung gemacht. Und dann haben wir uns daran erinnert, dass er sehr gerne reist. Der Florian hat irgendwie schon
83 Länder bereist in seinem Leben, dass er gerne reist und auch gerne mit Leuten irgendwie kann, voll der Netzwerker ist. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er Bock hat, mit uns gemeinsam die Reisen zu veranstalten. Und da war das erste dann Dänemark mit so einem gehörlosen Kitecamp. Das war wahnsinnig cool, das war richtig cool. Hat man urtaugt mit so auch unterrichten Gehörlose, nur mit Gesten, die auf urweite Distanzen kannst du denen was zeigen und die checken das sofort, weil sie so gewohnt sind, dieses bildliche Umsetzen und Zusammenhänge verstehen. Oder auch das Zusammenwohnen im Haus. Da haben wir in Dänemark immer ein ganz großes Haus. Und das ist halt mal, man wird viel viel beobachtet vielmehr. Es ist zum Beispiel, die haben teilweise Party gemacht bis 2 in der Früh und du liegst oben und schläfst, weil du einfach nichts hörst. Es ist, halt ganz, ganz witzig so, ja. Das hat aber auch uns voll weitergebracht, oder weil du überlegst die eigene Kommunikation. Wir können jetzt mittlerweile im Team, können wir viel besser deuten, hol mir ein Board aus dem Bus und so weiter, brauche ich auf eine Distanz von, ich keine Ahnung, 300 Metern kann ich das gebärden, halt mit Zeichensprache und es wird verstanden. Oder auch am Wasser kannst du untereinander kommunizieren. Also es ist schon sehr bereichernd und eine schöne Sache. Und man stellt sich in Wahrheit Ärger vor, so Gehörlose und Kiten, es hört kein Hörender hört dich als Lehrer, wenn er 10 Meter wegfährt und mit dem Schirm beschäftigt ist. Exakt. Also im Prinzip ist ganz egal. Und es ist auch schöner halt, wenn man es, sage ich mal, ohne auf der Wiese rumzuschreien, halt das Board bittet. Ja. Es gibt vergleichbare Plätze halt auch in Deutschland halt und da gibt es dann natürlich auch immer solche Szenarien mal geben. Auf jeden Fall finde ich total spannend. Gibt es da noch mehr, was ihr da vorhabt in der Zukunft? Also klar, ihr macht auch Kids-Camps, wenn ihr nicht vergessen halt. Ist auch eine spezielle Geschichte, wo ich immer denke halt, okay, nicht ganz einfach, weil viel Verantwortung und ich will gerade sagen, gar nicht so zielgruppentechnisch, jetzt sind wir halt sehr in dieser Expedition-Adventure-Schiene unterwegs. Jetzt, wir sind gerade, also am Freitag geht es wieder nach Norwegen, eine Woche schlafen im Zelt. Okay. Auf dem Hochplateau in Norwegen. Mit Kite auch, Snowkiten halt. Mit Kite, genau. Das heißt, so mit Pulka zieht man die ganze Ausrüstung, die man hat, baut dann ein Basecamp auf und verkitet von dort halt so 120 Kilometer am Tag rum. Das ist so das eine, wo wir uns hinentwickeln, dann auch so Offroad-Camp Oman oder du weißt nicht genau, was passiert. Es werden Herausforderungen auftreten, wo es dann halt Lösungen braucht und so weiter und so fort. Schlaf im Dachzelt, Oman, ist halt echt so. Da entwickeln wir uns halt gerade hin, oder diese Expeditionsabenteuer-Richtung. Zielgruppentechnisch weiß ich gerade nicht. Eher nichts im Hinterkopf gerade. Oman auch aus eigenem Interesse halt. Wie würde das in Kurzform beschreiben? Was ist das Spezielle am Oman? Du erlebst in sehr kurzer Zeit irrsinnig viel. Wir sind in Muscat gelandet und wir sind einmal losgefahren, da fast in die Berge und auf einmal hört die Straße auf, weil ein Sturm durchgegangen ist, so Regending, war die Straße einfach weggespült. Und dann haben wir gesehen, okay, da ist der Fluss und dann fährst du einfach das erste Mal durch einen Fluss, einfach durch, fährst von der Straße runter und sagst, na, ich fahre jetzt durch den Fluss durch, wird schon irgendwie klappen. Das erste Auto ist gleich stecken geblieben, dann wieder im Fluss. Aber da sind wir dann auch bei uns in Österreich, Deutschland, wird sofort jeder sagen, stopp, du fährst hier nicht weiter. Und dann so, jo, Mann, ist so, ja, fahr ruhig, kein Problem. Das ist ganz cool. Und ich weiß noch, nach 2 Tagen sind wir mal wo gestanden und wir haben gesagt, bist Wahnsinn, wenn wir jetzt heimfliegen, denkt man auch erst, wir haben alles erlebt, da ist so viel passiert in 2 Tagen. Sehr gebündelt, sehr intensiv und, ja. Und vom Wind her, du hast halt keinen Stress, weil Wind hat es dort permanent, das heißt tägliches Wind, er ist fast schon ein bisschen nervig im Dachzelt irgendwann, wenn er dann so mit 30 Knoten am Abend und die Zeltwände wackelt und so und das Sand ist sandgestrahlt permanent, aber du brauchst dir keinen Stress machen, du hast Flachwasser, du hast Wellenspots und das alles innerhalb von einer sehr kurzen Fahrzeit und jeder Omani sagt, war urschön, dass du da bist. Woher kommst du? Setz dich her, ich lade dich auf einen Tee ein. Das ist echt ein wunderschönes Land mit sehr vielen Möglichkeiten für Kiter und Kiterinnen. Wie sieht es aus, halt mal ein paar Reiseberichte halt sozusagen über solche Sachen, das im Ganzen noch vielleicht ein bisschen mehr zu dokumentieren, weil ich glaube, dass es halt gerade in dem Hinblick, was du jetzt gerade gesagt hast, Patrick, die Angst der Leute ist halt, glaube ich, häufig so, dass sie in irgendein unbekanntes Land kommen und sie nicht genau wissen, was sie erwartet. Nicht unbedingt davon, was es vielleicht zu essen gibt oder wie sie vielleicht
zum Schlafen kommen, sondern wie sind die Leute da? Ja? Und da halt, sagen wir mal, in Deutschland sind die Leute halt wirklich, glaube ich, viel so drauf, dass sie einfach denken halt, okay, im Middle East ist alles Baustelle, das ist alles, alles Terroristen. Ja? Kann ich auf gar keinen Fall, kann ich gar keinen, also Abu Dhabi oder sowas, ja, verstehe ich halt, Hochhaus, kann ich hin, wäre Zivilisation. Aber Oman ist halt definitiv halt Wildnis, Wüste. Das ist, es wird auch als die Schweiz aber vom Mittleren Osten beschrieben. Dort ist alles sicher, die sind also sehr wohlhabend, die haben einen König, der schaut sehr, dass alles passt und so. Und dadurch gibt es auch keine Kriminalität, sie sind gläubig und sie sind irrsinnig freundlich. Das ist, ich weiß noch, wie ich das erste Mal im Oman war, ist das als Europäer, ist mir das komisch rüberkommen, gell? Es gibt eine komische Geschichte. Wir haben am Strand gecampt, haben schon aufgebaut und dann ist ein Omani herkommen, ein Fischer, und der hat mit dir geredet und so, und uns war das zu viel. Wir sind dann einfach gesagt, eigentlich wollten wir dort schlafen, aber wir haben dann gesagt, wir fahren wieder, weil der ist nicht mehr aufgestanden und hat uns urlang erzählt über alles Mögliche mit Händen und Füßen und so. Weil wir das nicht gewohnt sind. Für uns ist das erstmal komisch und die sind urfreundlich. Aber am nächsten Tag sind wir schon gesessen mit einem Fischer, das war der Bruder oder sowas von ihm, und sind mit dem Boot rausgefahren und haben riesige Langusten gefangen. Und das war keine 24 Stunden später, kommst als Fremder auf der Insel und solche Sachen passieren dort halt. Die Friedhofsgeschichte. Die Friedhofsgeschichte ist auch gut, ich muss sie leider bringen. Wir sind ja mit dem Offroad gefahren, irgendwann am Weg runter zu dieser Insel Massira, da fast am Festland. Und irgendwann war es dann spätabend, wir haben gesagt, wir fahren von der Straße runter und tun da seitlich campen, schlagen das Zelt auf. Einer war mit, der hat ein Zelt mitgehabt und wollte sein Zelt dort aufbauen. Und dann waren so Steine überall. Es hat ein bisschen komisch ausgeschaut. Ich sage auch zum Olsen, so irgendwas ist da komisch, als wäre hier irgendwas angebaut oder keine Ahnung, ein Stein nach dem anderen. Ja, und er probiert jedenfalls den Stein so ausreißen, dass er sein Zelt aufstellen kann. Es hat sich dann herausgestellt, sind da Leute gekommen und die haben gesagt, das ist ein Friedhof. So mit dem Handy in der Hand und so übersetzt, tot, tot, tot. Ja. Aber man kann das wirklich als Europäer, das hat nicht ausgeschaut wie ein Friedhof, wie wir das kennen, es waren einfach Steine dort. Und das Lustige, er hat uns dann eingeladen, genau daneben hat er eine Farm gehabt und wir haben dann dort schlafen dürfen und uns eingeladen, alles Wasser und so. Genau, er öffnet das Tor, kommt, schlaft es bei mir, morgen könnt ihr wieder raus, fertig. Schlaft es nicht am Friedhof. aber zurück zum Reiseberichting. Ja, es ist glaube ich, haben eh überlegt, ein bisschen Kontakt mit Magazinen oder so wieder aufzunehmen, aber das haben wir jetzt noch nicht geschafft oder so. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit Reiseberichten, und da gibt es ja Magazine, die sind ziemlich verbandelt, auch mit anderen Reiseveranstaltern, also das ist immer so eine Sache. Aber wenn irgendjemand mal fragt danach oder so, dann gerne. Na, ich sage jetzt mal, bewegtes Bildmaterial, ihr seid ja Firmen halt, das Ganze selbst herzustellen. Und ich denke, euer Kanal oder eure Kanäle sind stark genug halt, um die Sachen halt selbstständig zu verbreiten. Also ich denke nicht, dass ihr jetzt gegenüber einem Printmagazin oder dergleichen halt irgendeinen Partner braucht, der um eure Berichte veröffentlicht. Also da glaube ich halt, habt ihr schon wahrscheinlich selber wesentlich mehr Zuschauer, als egal welches Blatt du jetzt halt nehmen möchtest. Also da... Ich sehe es halt einfach nur als eine sehr, sehr spannende Geschichte. Deshalb ist es mir gerade so einfach in den Sinn gekommen. Mhm. Das ist halt schön, sowas zu sehen. Also klar, da geht es ja nicht unbedingt darum, jetzt diese Geschichten, die man da erlebt hat, kann man vielleicht gar nicht alle immer genau in dem Moment dokumentieren oder aufzeichnen. Das ist ja reiner Zufall, wenn das passiert. Ja? Und beim zweiten Mal wird es ja nicht passieren, weil du weißt halt, da campen wir heute nicht halt, weil das ist ein Friedhof. Also du nimmst das fix in den Tagesablauf mit. Ja, ganz genau. Sondern einfach im Allgemeinen, wenn es halt nebenher läuft, sage ich jetzt mal so, einfach entstehen, denke ich halt immer, irgendwelche Sachen und spannende Geschichten von ganz alleine, die sich gar nicht wiederholen müssen, sondern da ist immer wieder was Neues dementsprechend dabei. Mhm. Und ich denke, der Aufwand hält sich wahrscheinlich sogar dabei in Grenzen, auch wenn ihr dann da einen anderen Auftrag habt mit den Leuten zusammen. Aber das war jetzt ja nur by the side am Rande. Wie seht ihr den Kite-Markt momentan und in Zukunft? In puncto mit Kites und Verkauf und sowas, Shop? Preise und Materialentwicklung, auch die Themen, die ihr selber in den Interviews angesprochen habt, halt, wie ist es für euch auch als Schule oder Reiseveranstalter? Ihr braucht ja Material,
wenn er die Sachen einkauft halt und so weiter und so fort, wie agiert er da oder wie, ja, was ist da euer Gefühl? Zuerst muss man sagen, glaube ich, kaufen wir nur Sachen ein, die uns selbst schwer taugen. Also es gibt jetzt nicht von uns, wir kaufen auch von einer Firma nicht alle Kites, sondern immer nur ganz spezielle Sachen. Die aktuelle, also ich glaube, das Marketing technisch, wir finden es sau cool, fangen wir so an. Wir finden es sau cool, dass sich jetzt wieder was tut, also wirklich Fortschritt mit dem Material und dem Testen. Aber es ist nicht so, dass es der Endkunde oder der Großteil der Endkunden braucht. Ja. Also es ist nicht so, gerade im Leichtwindbereich vielleicht ist es cool, weil ein Juice D-Lab zum Beispiel, der ist intuitiver, da kannst du Fehler machen, eine Matte, um da Leistung rauszuholen, da muss wirklich jeder Handgriff sitzen. Beim D-Lab klappt das vielleicht noch ein bisschen eher, aber in den kleinen Größen braucht, glaube ich, keiner irgendwie der normalen Cutter. Und Cutterinnen braucht einen D-Lab Evo oder so für Double Contra Loops, so ein bisschen, das glaube ich nicht. Was wir uns schon überlegt haben, ist, ob wir das nicht so ein bisschen einen Test machen, auch mal so blind, dass wir den Olsen dranhängen und machen drei Unterschiede mit SLS, Normal und D-Lab und wir hängen ihn dran und er muss fühlen, was es ist, weiß ich nicht, was da rauskommt. Die Preisentwicklung ist arg, aber da gibt es Leute, die irgendwie neu mit dem Sport beginnen und die irgendwie im Leben stehen, denen ist das vollkommen egal, weil die kennen es nicht günstiger, kommt mir vor. Das ist so, SLS 2000 Euro, ja, ist gerechtfertigt. Da gibt es Leute zum Beispiel aus dem Pferdesport, für die ist ein Kite recht günstig im Vergleich zum Pferd, so auf die Art. Ja. Genau. Und ja, sonst? Also, ja, es ist halt ein teurer Sport, gell? Aber wer sich am meisten, glaube ich, über die Preise aufregt oder so, das ist immer diese ältere Liga, diese ältere Nation, die noch gewohnt ist, einen 12er um 1200 zu kaufen. Oder so, und alles, was da drüber ist, ist dann einfach teuer und wow, das ist Verbrechen, was soll das? Das ist aber halt auch 10, 12 Jahre oder sowas her und da ändern sich halt Preise, Umstände und so weiter. Das darf man halt nicht vergessen. Generell ist halt bei uns merken wir das auch, was ich am Anfang, bevor man Lake United gründete, nie so glaubt hätte, ist so ein bisschen Politik mit Firmen. Ich hätte mir immer gedacht, wenn ich Kites will, bestelle ich die und fertig. Aber da muss man bisschen herum fein fühlen und es ist eine sehr persönliche behaftetes und Branche irgendwie so, da fühlt sich schneller mal jemand auf den Slips getreten und fahrt die Ellbogen aus oder so. Das macht es dann schwierig bei Kite-Firmen zu bestellen, was man teilweise mag. Ja, das ist so ein bisschen. Jeder Firma will immer das komplette Commitment. So ein bisschen, ja, und es gibt halt auch dann erfolgreiche Händler einfach die Mitspracherecht haben, ob du jetzt als aufstrebendes oder als bestehendes Unternehmen irgendwie bestellen darfst oder wie viel. Also das war ein bisschen immer dieses Interessante in dem Ganzen. Sehr smart. Also sonst, ich glaube, also ich freue mich jetzt nicht, dass jetzt Kites derartig teuer sind. Auf der anderen Seite kannst du es aber auch relativ günstig noch machen, wenn es einfach am Gebrauchtmarkt schaust und da ist echt viel draußen in einem sehr guten Zustand und Evo, keine Ahnung, D-Lab braucht man jetzt nicht unbedingt, sondern man nimmt halt einen SLS. In Wahrheit fliegt der normale auch genauso, aber jeder mag halt nur noch den SLS. Mhm. Also wir haben jetzt auch in Kapstadt haben wir auch Kites probiert, die es in normal gibt und dann in so einer steifen Alula-Variante und in dem Sinne haben wir dann auch festgestellt, irgendwie, es fühlt sich alles, ja, man hat vollkommen recht, steifer, härter, sportlicher, aber es ist halt einfach wie ein Sportfahrwerk beim Auto, das taugt dann nicht immer. Und am Ende, wir haben so einen dann auch schon bestellt, haben ihn dann aber wieder abbestellt, nachdem wir jetzt zu dem Schluss kommen sind, hey, wir brauchen dieses harte Ding nicht. Das Normale tut es vollkommen auch für uns und wir fahren schon, sind eher im oberen Level, wenn man das vergleicht jetzt mit der Grundgesamtheit der Kiter, die von links nach rechts fahren und springen, ein bisschen so in der 10-Meter-Liga. Ja, und darum, weiß ich nicht, ob der Markt das braucht. Die Kites sind besser, ja, aber ob es der Markt erfährt und braucht, ist die Frage bei den kleinen Größen. Ja. Bei euren Reisen und dergleichen, wie kalkuliert ihr das halt? Ihr seid ja kein Reiseveranstalter in dem Sinne, dass ihr jetzt gleichzeitig auch die Flüge bucht für die Leute, sondern das habe ich gesehen, ja, die Leute oder die Unterkunft oder dergleichen.
Das wird separat gemacht. Also ihr im Prinzip bietet immer eure Leistungen für den Sport an, richtig? Na, schon auch mit Unterkünften. Was, mit Unterkünften. Ja, was wir Flüge machen wir nicht, aber es ist schon Unterkunft und das Gesamtpaket Coaching und Material dazu. Ja. Genau. Aber das ist schon, ich sage jetzt mal, das ist ja schon vom Arbeitsaufwand echt immens. Voll. Aber da haben wir halt auch im Team auch jemanden, der uns das super cool macht. Oder das ist die zaubert halt einfach und die berät da die Gäste und so weiter in allem durch und erklärt ihnen alles. Das heißt, das ist für den Gast, der dann kommt, so einfach und so simpel wie möglich. Und das ist auch ein Ding, was wir uns leisten wollen, einfach diese Serviceberatung für Dinge. Also du kriegst auch von uns ein automatisches E-Mail. Das ist so, ja, du hast den Knopf gedrückt und wir haben es erhalten, wir melden uns. Und ab dann wird es sehr persönlich und dann ruft man an und dann nimmt man sich Zeit. Und teilweise ist zum Beispiel die Vicky, die uns das macht, die telefoniert halt teilweise eine Stunde, eineinhalb Stunden mit den Leuten, um die dann genau zu sowas zu informieren, wie sämtliche Ängste oder Fragen oder Bedürfnisse, die dann ist. Also sehr persönlicher Weg. Woher kommen die meisten Gäste von euch? Großteils aus Österreich, wobei der deutsche Anteil größer wird mittlerweile. Also das ist jetzt schon so im 60, 40, genau. 60 Österreich, 40. Oder nein, es kommt international, es wird auch immer mehr. Ich würde sagen, 10% ist so Schweiz und international, 30 Deutsch und 60 Österreich. So in die Richtung. Ich weiß, was in Norwegen. Wir arbeiten ja gerade daran, dass es jetzt von Deutschland noch besser wird. Aha. Sehr gut. Jetzt war ich in Norwegen und da waren 3 Österreicher mit und 7 aus Deutschland. Ja. Genau. Aber das ist ja, ich glaube auch, das Angebot von deutschen Reiseveranstaltern für Snowkiten halt, also die es jetzt wirklich professionell machen und die es sehr gut können, glaube ich, ist auch klein dementsprechend. Ich glaube, es gibt noch jemanden Gutes in der Schweiz und jemand aus Norwegen kenne ich noch, der die Leute da so hinholt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch das ist schon auch ein Wildnisthema, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht einfach nur am Lift anstehen und abends in die warme Badewanne oder in den Whirlpool steigen. Richtig? Geht auch. Also wir haben, geht auch. Wir haben Norwegen mit Camp und Sauna und wir haben Norwegen mit Zelt und ohne Sauna. Okay. Und wie kalkuliert ihr eure Preise? Circa, dann noch ein bisschen was dazu und dann am Ende eine ungerade Zahl. Halt und so. Wenn ein Minus rauskommt im ersten Jahr, dann machen wir es ein bisschen teurer im zweiten. Das hört sich nicht schlecht an. Bei so viel Arbeit, wie lange könnt ihr schlafen am Tag? Und ihr seid ja vergeben, also ihr habt ja noch Familie, dann wird es noch weniger? Ganz gut eigentlich. Wir achten sehr auf unsere Zeit und mögen ja das, was wir tun. Und man könnte ja jetzt voll aufdrehen und sagen, man geht durch die Decke und noch mehr und Camps nebeneinander und hier und da und Homespot der, aber das wollen wir alles nicht, weil die Zeit ist uns irgendwo das Wichtigste und nicht genau. Und deswegen hält sich es eigentlich sehr in Grenzen, die Arbeit. Also es ist schon viel Arbeit, aber es macht Spaß. Aber wir achten halt voll darauf, dass wir uns Auszeiten nehmen, wenn es ist. Das klingt echt, das klingt sehr, sehr gut. Ja. Ich sag mal an der Stelle herzlichen Dank für das wundervolle, für die wundervollen Auskünfte von diesem sehr smarten Typen hier vor mir, vor meinem Bildschirm. Muss ich sagen, kann ich nur empfehlen, jedem, der halt da einen Kite-Kurs oder ein Kite-Camp besser gesagt hat, also der vielleicht mal auch etwas Außergewöhnliches haben möchte, sich bei euch zu melden, weil ich denke, dass ihr beide einen sehr guten Plan habt von dem, was er macht und dass ihr halt hundertprozentig Spaß an dem Sport habt und hinter diesem Sport steht, was ich halt persönlich gut finde. Und das war auch im Endeffekt letztendlich der Grund, euch vorzustellen bei Gleiten TV, weil ich denke, dass man halt nur solche Leute eigentlich in dem Sport braucht. Ich denke, dass man ein sehr gutes Leben haben kann in dem Sport, aber nicht unbedingt reich wird, sagen wir mal so. Wie seht ihr das? Ganz genau richtig. Also ich glaube, wegen am Geld dürfen wir es nicht machen, da müsste man irgendwie Online-Business was tun, was verkaufen, was ganz easy ist mit Facebook-Ads aufdrehen und fertig verdient man viel Geld.
Aber wenn du jeden Morgen aufstehst und dir taugt so, was du tust, dann ist das halt urwas, wo wir auch sehr dankbar dafür sind, muss ich sagen. Also in Wahrheit sind wir schwer reich, muss man schon sagen. Bald. Nein, nicht was Geld anbelangt, Reichtum kann ja in vielerlei Hinsicht irgendwie passieren und dann sind wir schon sehr reich. Also es ist schon. Ne. Könnte von mir sein, der Spruch. Habt ihr noch, habt ihr noch einen letzten Satz, den ihr an die Zuschauer richten möchtet? Jetzt spielt am Ball. Weil sonst ist wieder. Weil sonst hast du dann 5 Minuten. Kommt wieder als Schröder, schwätzt einfach nur die ganze Zeit, ja? Du bist da sehr gut in Sprichwörtern. Nein, jetzt wäre Stille. Nein, mir fällt jetzt nichts ein, Uwe. Jetzt haben wir das Schlusswort verhaut. Jetzt habt ihr das. Das war jetzt das so schön. Das war jetzt so schön bis jetzt. Und jetzt verkackt das total. Nein, ihr könnt es gar nicht verkacken halt. Es war super. Ich danke euch ganz herzlich und wir werden jetzt mal den Zuschauern auf Wiedersehen sagen. Cool. Danke, dass wir Gast sein durften, Uwe. Danke. Grüße in den Norden. Danke.